Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Junino. Ja, seit langer Zeit mal wieder was von mir. Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Computer, also aufnehmen ging nicht so dermaßen gut. Aber jetzt ist wieder alles gut, FPS laufen wieder stabil. Und ich habe mir gedacht, heute mache ich mal wieder was Ausgefalleneres, also das ganze Cops and Crimes, also quasi Counter-Strike in Minecraft. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal in die Lobby rein. Wir gehen mal zu Team B. Es geht auch gleich schon los. So, schon sind wir da. Wir sind die Antiterror-Einheit. Das ist ein Nachbau der Map Dust 2 bzw. DE Dust 2. Von Counter-Strike, wie schon gesagt. In dieser Map habe ich so ziemlich meine letzten paar Wochen verbracht, zwar nicht in Minecraft, in Counter-Strike Go, aber an sich ist das hier schon so fast meine zweite Heimat geworden. Okay, das sind meine Mates. Ach, bei B. Okay. Ach, schade. Einen habe ich bekommen. Dann schauen wir mal. Da haben die Terrors gewonnen, also die Criminals hier. War ein bisschen doof. Geld 3000. Mal schauen. AK. Ich nehme mir mal eine AK. Damit müsste ich auch ein bisschen mehr reisen können als mit einer normalen USP. Na, vielen Dank fürs schnelle Rennen in diesem Spielmodus. So, hier ist so ziemlich alles wie beim Vorbild. Außer eben die Waffen, dass man quasi als. Dass man als. Okay, außer dass man jetzt mit der CT-Seite eine AK kaufen kann. Ansonsten ist hier alles gleich. Oh. Ach, na no, Mann. Das finde ich jetzt echt schon schade. Ich habe in dieser Runde 5 Leute geholt. Im normalen Counter-Strike ein Ace. Ganz nice. Das war aber auch ein bisschen glücklich von mir. Also denkt jetzt nicht, dass ich diesen Spielmodus den ganzen Tag spiele oder so. Tue ich nicht. Ich spiele eigentlich diesen Spielmodus kaum. Das ist jetzt, ich glaube, das dritte Mal. Dann schauen wir einfach mal, wie weit wir hier so kommen. Ich weiß auch gar nicht, bis wie lange die. Huch, da habe ich die Waffe gedroppt. Wie viele Runde dieses Spielmodus hat. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, es ist noch einer am Leben. Schauen wir mal, sie sind ja gerade auf dem A-Spot. Gut, dann schaue ich mal, wie die Bombe aussieht. Ah, okay. So ein ganz normaler Block. Ich habe schon irgendwie gedacht, da wäre jetzt irgendwie so ein Blumentopf umtexturiert worden. Das würde auch ziemlich gut passen. Ich mache mir hier ein Echo. Ich warte dann mal auf nächste Runde, ob ich mir da eine Kaliber 80. Was 80? Oh Gott, eine Kaliber 50er holen kann, also eine Barrette. Mal schauen, ob ich damit halbwegs was reiße. Ich habe mit dieser Waffe noch nie gespielt, aber ich denke mal, dass es so ähnlich wird wie die. Hallo, kannst du mal hier ein bisschen weniger schießen? Hab bisher 6-4, ganz gut.
Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier kein Item hat, damit man den Leuten spectaten kann, beziehungsweise dass man irgendwie eine Map hat. Das wäre ziemlich gut. Man schauen kann, wo seine Teamkameraden sind. Dass er das nicht gecheckt hat, war auch gerade ein bisschen sehr verwirrend. Man könnte es auch ein bisschen besser kennzeichnen, wie die Terroristen und die Antiterroristen gekleidet sind, weil einfach so eine grüne Weste, die fällt bei einem etwas grüneren Skin jetzt nicht so auf. Bei dem hier kann man es schon gut sehen, aber bei jetzt etwas dunkleren ist es schon ziemlich verwirrend. Ah, dann sind wir jetzt TS. Dann haben wir jetzt wohl nicht mit der Barrett. Wir gehen mal auf B-Spot, auch mal kurz hinschreiben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der komplette Chat ist oder nur teamintern. Habe ich echt keine Ahnung von. Ich habe sogar das C4. Folgen Sie mir? Gut. Ach, natürlich kann man da nicht. Hier eine Diegel. So. Mit der reiße ich ziemlich viel im normalen CS. Also mal schauen, ob es auch in Minecraft so ist. Gut, schaffen sie nicht. Super. Super. So, 5000. Dann, ich drücke die ganze Zeit B, dann würde ich einfach mal sagen, wir gönnen uns hier mal. Ach, Kevlar kann man sich ja auch kaufen. Ja, das ist ja gut. Kann ich anvisieren? Ach, okay. Ah, okay, gut. Und das drückt dann auch direkt ab. Jetzt kann ich auch so abdrücken. Okay. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen sehr verwirrend. Ich war mir nicht sicher, ob ich irgendwie noch mehr zoomen kann. Ich meine, ich habe da mal ein Video gesehen, wo eine Person noch näher rangezoomt hat. Oder ich bin es einfach nur gewohnt von Counter-Strike. Kann natürlich sein. Also so ein Tool wäre echt nützlich. Ach ja. Der ist ja schon mal da. 2 gegen 4. Das wird knapp. Dann ist er hier auf kurz. 2 auf kurz. Okay. Noch einer am Leben und der kommt auf lang und da ist er auch schon weg. Mit einem Headshot. Also ich finde, das Spiel muss eigentlich richtig, richtig gut gemacht. Man müsste ihn einfach mal mit mehreren Personen machen. Und Match ist rum, 5:1, leider verloren, obwohl ich gar nicht so schlecht war. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.